Es war ein hitziger, aber sachlich geführter Schlagabtausch, den sich Tim Walz und J.D. Vance in der einzigen Debatte um das Amt des Vizepräsidenten am Dienstagabend in New York lieferten. Der Demokrat Walz und sein republikanischer Kontrahent Vance stritten über zentrale Themen wie Steuern, Klimawandel und Migration. Ex-US-Präsident Donald Trump habe 4 Jahre Zeit gehabt, um das Problem zu lösen, sagte Walz. Er hat Amerika versprochen, wie einfach es sein würde. Ich baue euch eine schöne große Mauer und Mexiko wird dafür bezahlen. Weniger als 2% dieser Mauer wurden gebaut und Mexiko hat keinen Cent bezahlt. Den Auftakt der Debatte dominierte aber die Krise im Nahen Osten. Auf die Frage, ob er einen Präventivschlag Israels gegen den Iran unterstützen würde, deutete Vance an, dass er sich als Verbündeter dem Urteil Israels anschließen würde. Walz hingegen ging nicht direkt auf die Frage ein. Stattdessen nutzte er die Gelegenheit, um Ex-US-Präsident Donald Trump für die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran zu kritisieren. Vance wurde während der Debatte mehrfach auf das Zeitlimit hingewiesen. Teilweise wurde ihm nach Ablauf der 2-minütigen Redezeit das Mikrofon abgedreht. Gentlemen, the audience can't hear you because your mics are cut. Insgesamt verzichteten die beiden Rivalen, die sich im Wahlkampf regelmäßig gegenseitig beschimpft hatten, aber weitgehend auf persönliche Attacken. Vance zeigte sich während der Debatte sogar umgänglich und herzlich gegenüber Walz. Wir werden uns nach dieser Debatte und nach der Wahl die Hände schütteln. Natürlich hoffe ich, dass wir gewinnen und glaube, dass wir gewinnen. Aber wenn Tim Walz nächster Vizepräsident wird, hat er meine besten Wünsche und meine Hilfe, wann immer er sie braucht. Die Präsidentschaftswahlen in den USA finden am 5. November statt.